Kalle hier für www.texas.de. Ich sitze zusammen mit Annika von Samsung. Annika zeigt uns ein bisschen was zu dem gerade erschienenen oder bald erscheinenden Samsung Galaxy Tab. Richtig, das ist quasi das Galaxy Tab. Es vereint die Stärken eines Smartphones und natürlich auch eines Computers in einem. Man kann zum Beispiel ganz schön E-Books lesen, man hat die Möglichkeit auf Magazine oder Zeitungen zuzugreifen. Videos kann man anschauen, auf dem TFT-Display ist es total komfortabel. Ich kann mal reinklicken, natürlich in HD-Qualität möglich, kann man sich da mal ganz schön anschauen. Hat eine ganz passable Größe mit einem 7 Zoll Display. Das Besondere, es wiegt auch nur 380 Gramm. Ja, man sieht es auch, das Design sehr flach, sehr dünn, ähnlich wie bei einem Smartphone. Die weiteren Stärken liegen einfach neben der Portabilität auch in der Möglichkeit zu telefonieren. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, ganz normal meine Anrufe zu tätigen. Man muss dafür das Galaxy Tab nicht ans Ohr halten. Das funktioniert ganz einfach über ein Bluetooth-Headset oder auch über Kopfhörer, die man hier oben in den 3,5-Klinker-Anschluss reinstecken kann. Videotelefonie ist natürlich auch möglich. Wir haben hier oben eine 1,3-Megapixel-Kamera eingebaut. Wenn man des Weiteren viel Wert auf Fotofunktion legt, kann man das mit der 3-Megapixel auch weiter fortführen. Man hat hier LED-Hochleistungs-Foto-Blitzlicht drin. Das heißt, auch im Dunkeln kann man damit schön telefonieren. Und natürlich der Zugriff auf den Android Market oder auch auf den Samsung App Store ermöglicht die Nutzung von mobilen Applikationen. Jetzt hast du gerade Android Market gesagt, da läuft was für ein Betriebssystem drauf? Wir haben aktuell das Froyo, das 2.2 drauf, beziehungsweise das Gerät kommt Anfang Oktober und wird dann natürlich mit dem Froyo ausgeliefert werden. Als weitere Funktion kann man natürlich auch noch Google Maps Google Maps natürlich wichtig zum Navigieren. Wir haben auch mit dem Galaxy Tab schönes Zubehör dabei. Das heißt, wenn man gerade viel Wert auf GPS und Navigation legt, hat man die Möglichkeit, hier hinten eine Kfz-Halterung sich zusätzlich zu erwerben und aufs Auto zu hängen. Es gibt aber noch weiteres Zubehör, zum Beispiel eine Tastatur, wo man das Galaxy Tab reinstecken kann, wenn man nicht unbedingt gerne mit dem Touchscreen arbeitet. Kannst du noch kurz was zur Verfügbarkeit und zum Preis sagen? Ja, also das Produkt ist ab Anfang Oktober verfügbar auf dem deutschen Markt. Es ist in allen Kanälen gelistet, das heißt bei O2, bei E-Plus, T-Mobile und Vodafone, aber auch im offenen Markt. Also es wird auch bei Mediamarkt und Amazon zu erwerben sein. Der UVP von uns, den wir rausgeben, der Herstellerpreis beträgt 799 Euro. Super. Alles klar, dann schon mal vielen Dank an dieser Stelle. Ja, auch. Annika und Kalle für texas.de.